Diktate aus dem deutschen Schrifttum. Karl Heinrich Wagall. Der Föhn kommt. Einmal in diesen Tagen kommt plötzlich der Föhn über den Berg. Er zerfasert das Gewölk und wirft sich ungestüm ins Tal. Ein schwerer Wind ist es. Rauschend zieht er durch den Wald herab und weckt mit einem Mal das Geläut der Traufen und der Schmelzwässer unter dem Schnee. Dann taucht die Erde heraus, das faltige Angesicht der Erde. Zuerst die Maulwurfshügel, Stoppeln und gelben Halme und die dunklen Furchen aus den Äckern. Jeder Baum steht in einer Insel trockenen Landes. Die Dorfleute stolpern in ihren Gärten umher und zertreten die letzten Eisschollen im Schatten der Zäune. Zuweilen knickt ihnen ein Windstoß die Kniekehlen ein und sie greifen hastig nach ihren Hüten.